So. Genau. Das Spiel habe ich vor kurzem schon mal angespielt. Erstmal ist der Soundtrack der Burner. Ja, Slain Back from Hell. Unglaublich schwieriger 2D-Side-Scroller. Metroidvania. Ich habe es echt noch gar nicht angespielt, weil ich da einfach noch nicht zu gekommen bin und noch nicht so richtig Lust zu hatte. Und ich hatte erst überlegt, das Offscreen für mich alleine zu spielen. Aber ich habe mir gedacht, wir zocken das hier einfach mal an. Wie gesagt, ihr müsst euch die Grafik angucken. Das ganze Artwork, es sieht einfach mega genial aus. Awaken. The land weeps once again. Arise. Ugh, begone, spirit. I gave you enough last time. Ah, you still know me, Bathory. Indeed. Now go away. It is time again, guardian. Your children need you. Children need you. Sigh. I told you I have no children. Now leave me to my slumber. Why, spirit? You know what must be done. As soon as you two are reunited, the demons will be toothed from their... Keine Ahnung. Serve us well again, Bathurine. And may fire, ice and steel prevail. Roar! Ja, da sind wir nun. Da ist der Protagonist. Also wie gesagt, das Artwork ist einfach der Burner. Oh! Okay. Okay, ich kann auch ausweichen. The Bloodgrounds. As the vile armies of Lord Vrall surged from the fallen southlands of Charth? Those who stood defiantly against the invading monstrosities were butchered without mercy. Victory was swift and brutal. And in the wake of the Temple Blah. Okay, versteht sowieso nur die Hälfte, glaube ich. Ich muss mal eben kurz. So, ich muss mal eben ganz kurz den Spieltitel ändern. Slain Back from Hell. Das hat nicht mal eine eigene Kategorie. Krass. Please choose a supported game. Willst du mich verarschen? Okay. Das Spiel wird nicht supported. Macht aber nichts. Last Checkpoint. Nein. So, wir spielen jetzt hier weiter. Bathurine, we meet again. It is truly an eternal war we wage. I know you're not abominations, but we will battle. Silence, mortal. My minions will deal with your insolence. Press X to attack and left bumper to... Passing a beacon restores your vitality. Wie gesagt, Soundtrack mega gut. Hat mir gleich gefallen. Block? Wie block ich denn so? Oh, was ist das denn? The Divine Angel will also restore your vitality and mana to their fullest. Also es soll später auch noch richtig bockschwer werden. Oh.
You have been slain. Lol, willst du mich verarschen? Okay, das ging schnell. Also ich weiß nicht, ob es das im Moment noch im Angebot gibt. Für 6,99 glaube ich. Auf Steam. Butcher hat nicht batchelt. Ich hab doch Butcher gesagt. Selbst wenn. Aussprachefehler dürfen behalten werden. So. Someone's paying attention. Okay, das lassen wir mal lieber. Ja. Ach was, wie geil sieht das denn aus? Hä? Ach was, ist ja der Hammer. Okay. Sehr cool. Okay, mit einem perfekt getimten Block kann man stunnen. Killing a foe with a critical strike releases. Hä? Was soll man sagen? Wirklich Lebenspunkte wiederbekommen, tue ich gerade nicht. Guten Abend, Connex. Welches Binding of Isaac aktuell ist? Rebirth. Und dazu bräuchtest du dann das Add-on Afterbirth Plus. Mein Afterbirth sollte eigentlich so schon mit dabei sein. Magic Bulls. Was war denn das? Also ich finde das Artwork des Spiels und den Soundtrack total genial. Muss ich... Ne? Hammer. Finde ich richtig gut. Aber wirklich einfach zu sein scheint das nachher nicht. The air turns cruel as skeleton's executioner awakens. Die Drecksau. Okay, krass. You have been slain. Heftig, das ist gar, ich finde das ganz schön schwer. Wie gesagt, das soll jetzt ein kleines Let's Look-Ad werden. Gucken wir uns das mal kurz an. Ja,
Manche kann man... Ah! Sehr geil. Erinnert mich auch ein bisschen mit an Castlevania. So eine... Glück gehabt. Das wäre auch mehr Glück als Verstand. Das mit dem Blocken habe ich noch nicht so ganz drauf. Ein Portal hat sich geöffnet. The Hive. Okay, gespeichert. Ich bin ja gespannt, ob es hier Upgrades gibt. Ach, genau. Genau. Hier tötet einen auch einfach alles. Was für eine Scheiße. Okay, das erhöht aber nicht dauerhaft die Lebenspunkte. Okay, hätte ich jetzt gedacht. Ist natürlich die Frage, ob es hier nachher noch Upgrades gibt. Da oben ist der Schlüssel. You have been trapped inside bla. Machen wir einfach so. The path forward has opened. Ja auch für nichts dazu. Ah, guck mal an. Was ist das hier schon wieder? Auch nach Spaß aus hier. Kommt der hier runter? Okay. Ja, so viel dazu. You have been slain. Ich wollte auch nur mal kurz mit euch anspielen. Um das mal einmal anzugucken. Wie gesagt, gibt es im Moment für 6,99 auf Steam zu kaufen. Ich fand, das sah nicht schlecht aus. Soundtrack gefällt mir. Vielleicht werde ich das offscreen weiterspielen. Vielleicht mache ich da ein Let's Play von. Weiß ich noch nicht genau. Vielleicht kommt da ein kleines Let's Look At auf YouTube. Ne? Auf jeden Fall, der Soundtrack ist mega gut. Combat-Tutorial gibt es auch noch, das könnte man sich angucken, aber machen wir jetzt nicht. Zack. Der ist ja shit.